Guten Tag an alle. Wollte ich heute eine Präsentation machen auf deutscher Sprache. Ich entschuldige mich, weil ich bin ein Italiener, also aber versuche ich normalerweise, kann ich schon relativ gut meine Wohnmobile präsentieren, auch in deutscher Sprache. Und das bin ich froh, heute das zu tun. Ich werde das relativ schnell machen, weil ich wollte im Prinzip erklären die Modelle und die Besonderheiten von den Modellen, die ich am besten anbiete. Und zwar beginnen wir mit Westfalia Columbus, Ventura 600 mit Querbett, also 600D. Und hier haben wir ohne Werbung noch, aber das wird bald gemacht, unser Tucket, 6 Meter. Also hier sind die drei 6 Meter, die ich anbiete. Diese ist die Ausstellung von Autorent für die 6 Meter. 5 Meter 40 machen wir später in einem anderen Film. Also, Besonderheiten. Westfalia Columbus, beginnen wir sofort. Diese patentierte Sitz, der sofort klappt in einen Bett. Ein Bett, ganz gemütlich und in einer Sekunde machbar, von einem Kind auch. 1,80 Meter lang mal 1 Meter breit. Das ist eineinhalb Platz, wie man will, aber jetzt mit einem Hand, probiere ich, ja, mache ich auch mit einem Hand, sehen Sie. Na, und das wird nochmal ein Sitz, ganz gemütlich und so weiter. Zweitens, Bad mit Spiegeltür, das ist Option, aber sowieso sehr nett, diese Option, weil da kann ich auch euch grüßen. Schöne Grüße aus Südtirol, Nonsberg, 30 Kilometer weit von Bozen, also 40 von Meran, 50 von Trento, also wir sind mehr auf die Seite von Südtirol, auf der Seite von Südtirol. Okay, gehen wir weiter. Also, was besonders ist in dieser Nasszelle, ist, dass alles aus Plastik und alles dicht ist. So braucht man keinen Vorhang, sich umtun, um zu duschen zum Beispiel. Die Dusche ist da. Ja, das ist normal Waschbecken, Dusche. Okay, super. Also es gibt es gibt schon einen Vorhang, den wir von vor dieser Tür, Spiegeltür tun können. Aber wenn wir duschen mit Wasser in diese Richtung, brauchen wir auch keinen Vorhang vor den vor der Tür machen. Okay, da hinten super schönes Bett mit Tellerfedern. Also, und das ist super. 10 cm Matratze, 1,95 m mal 1,40 m. Super schön. Perfekt. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir hinten und sehen wir nochmal was. Besonders auf alle meine Autos. Und zwar, ich will immer, dass diese, die ich nenne, Camper tutti giorni oder, wie kann man sagen, Wohnmobil für jeden Tag, no? So zu übersetzen, will ich, dass viel Stauraum gibt, frei, viel Stauraum frei. Also keine Möbel hier, keine, no? Alles frei am besten. Querplatz frei, 1,85 Meter von hier bis her. So können wir die Räder hinein tun, weil die Räder es besser im Auto haben, nicht draußen. Weil die werden leider oft gestohlen. Dieses Bett kann auch aufgemacht sein. Und so kann man die Räder komplett hineintun und so weiter. Dann machen wir sie mit ihrer Fantasie, was sie wollen. Nochmal was, wir sehen etwas Besonderes hier, und zwar Columbus, was ich weiß, ist der einzige Wohnmobil, Wohnmobil, die Heizung nicht mit Luft funktioniert, also keine Luftheizung, sondern Flüssigkeitheizung mit Konvektoren, so wie daheim.
Konvektoren und zwei, die zwei da sind Ventilkonvektoren, also die sind, da hinten, okay. Hinten gibt es einen Ventilkonvektor und das auch. Die helfen schnell zu hitzen und dann geht der Ventilator zu, aus und die Heizung geht weiter mit Konvektoren. Einen haben wir hier, einen haben wir im Bad und einen hinten, wo wir vorher gesehen hatten. Dann, die Temperaturen können so wie daheim eingestellt sein werden, hier zum Beispiel 20 Grad im Wohnbereich und in der Nasszelle kann 24 oder 30 oder 27 oder weiß ich nicht wie sein. Also die sind separat besteuert. Nochmal was, wir sind noch nicht am Ende, aber fast mit Besonderheiten. Und zwar, wenn wir den Columbus bestellen mit Winterpaket, in der Winterpaket haben wir Fußbodenheizung und Duschtasse beheizbar. Und das ist wirklich, dann wir sind top komplett. Hier können wir Fußbodenheizung besteuern, kälter, wärmer, so wie wir wollen. Hier können wir die Lichter dimmen und so weiter. Okay, und jetzt haben wir dieses Auto erzählt. Gehen wir weiter mit Venturer. Sehr interessant, sehr gut verkauft, weil diese Venturer ist das Wohnmobil, wo der größere Laderaum wir da haben, der größte, alle Autos haben Dieselheizung, Dieselboiler und Kompressor, Kühlschränke, okay? Also brauchen wir keine Gasflaschen. Brauchen wir nur eine kleine Gasflasche zu 3 Kilo zum Kochen und basta. Rest wird alles mit Diesel Heizung gemacht und Warmwasser zusammen mit Kombi-Instrumenten, Kombi-Sachen. Der Venturer hat das größte Ladefläche, Ladeplatz hier, weil auch der Frischwassertank ist da unten. Wir haben keine Reserverad, logisch in diesem Fall. Aber sehen Sie hier haben wir innen, statt Reserverad haben wir diesen Frischwassertank mit Isolation, ganz gut isoliert und mit einem Schlauch kommt von der Truma Kombi Diesel 6 Kilowatt. Also da kommt ein Schlauch unten und geht diese Warmluft durch eine Führung in den Frischwassertank, damit das Wasser nicht friert, auch in Tiefwintertemperaturen. Schauen wir jetzt einige, ich habe etwas gemessen und geschrieben, hier, wann dieses Bett ganz oben ist, no, haben wir 1,30 Meter hoch, von hier bis zum Boden. Na, wir können auch, wenn wir diese zwei Sachen wegtun, Paneele da wegtun, können wir auch durch. Da haben wir das Bad offen und dann schauen wir, wie das Bad ist. Okay, jetzt hier, diese Möbel sind 52 cm hoch. Das ist drunter gekommen, aber das war hier. Und zwar von Möbel hier bis zu hier haben wir 80 cm, ja, ungefähr 78 oder 80 cm. Okay, wir haben diese Breite da oben von hier bis auf die andere Seite haben wir 1,82 Meter, so wie haben alle Ducato.
1,82 Meter haben wir da, quer Platz für Räder, Ski oder solche Sachen, so wie ich vorher gesagt habe. 1,30 Meter von zwischen diese zwei Möbel, die auf die Kotflügel gemacht sind, und 1,35 Meter. Da. Oder, also, hier haben wir der größte Ladefläche, Ladeplatz, und das ist ganz wichtig. Wir können hier die Räder zu 26 Zoll komplett hineintun, ohne was zu, und dann machen wir dieses Bett runter mit einem Hand. Sehen Sie, mit einem Hand kommt runter ohne Probleme. Da unten können wir ein bisschen höher dieses Bett lassen, mit einem Hand immer. Ein Kind kann das machen. Und unten noch zwei, wie sagt man, Lattenrosten und Matratzen. Also nochmal ein Bett 1,35 Meter mal 1,82 Meter machen. Ja, das ist ganz interessant, weil wir haben hier die Möglichkeit, in vier Personen zu schlafen ohne Probleme. Das Bett unten ist in zwei Teile gemacht, also kann man auch ganz einfach nur ein da lassen und die Räder hineintun und zu dritt schlafen. Zwei oben und ein unten. Also dann können Sie mit der Fantasie alles machen. Gehen wir weiter, da vorne, da weiter rein. Hier, okay, immer Dinette und so weiter. Also diese Dinette kann sich verbreiten. So, jetzt ist verbreitet, sehen Sie, mit dieser Kies da innen. Damit ein bisschen breiter wird, wenn man sitzt oder so. Dann kann man schmaler machen, um besser durchzugehen. Okay, gehen wir weiter. Hier haben wir die Neuheit von Modell 2021. Und zwar diese Variobad. Variobad ist so, ganz einfach, sehen Sie, klack. Normal ist so ein Bad. Hier unten haben wir eine Sache, wo hier, es gibt eine Pedana, auf Deutsch kommt mir jetzt nicht, also ein Holz, wo man laufen kann. Wenn man duschen will mit diesem großen Format vom Bad, also wird diese Pedana weggetan und weiter. Jetzt, so haben wir ein ganz normales Bad. Normal meint, dass wir haben da innen ein schöne Waschbecken, groß und so weiter. Viele Stauräume und Stausachen hier. Interessant. Und dann, ganz einfach, machen wir so. Klack. Und öffnen wir. Wir haben diesen Vorhang, wir können diese dadurch machen und kommt schon eine ganz große Dusche, Duschplatz hier. Logisch, man kann auch duschen, ja, ab und zu kann man auch duschen mit schmaler Version von diesem Bad. Hier nochmal ein Spiegel, woher ich Ihnen grüße. Ciao, ciao, immer noch Giuliano. Ja, Stauräume. Okay, alles klar. Die sind die Besonderheiten von Ventura Modell 2021. Okay, jetzt gehen wir weiter. Und zwar gehen wir zu unserem Tucket. Tucket ist ein Spezialmodell, speziell für Autorennen gemacht, von Robeta, slowenische Firma, wo am besten die, wie sagt man, Wärmedämmung, also die Kältebrücke, passt man ganz gut auf die Kältebrücken auf, weil die wollen das Maximum Komfort in diesem Auto kommt. Und zwar, schauen Sie, wir sehen hier also die Paneele von diesen Türen, also ganz gut bearbeitet, zum Beispiel. Okay. Und alles isoliert innen mit Armaflex, 25 mm.
alles komplett, dieses Panel, der, wo dann, wann geschlossen ist, kommt perfekt auf die Dichtung da, damit alle Kältebrücke gelöscht sind. Super schön. Und da kann ich sagen, ich brauche selber jetzt ein 5,40 Meter Ducket, so wie Führerwagen und so weiter. Und muss man sagen, Komfort, das wir in diesem Auto haben, ist wirklich, wirklich, wirklich top. Nach warm innen, also Wärmedämmung und auch, wie sagt man, auch für Geräusche und so weiter, weil logisch, diese Isolation macht dasselbe auch auf Geräusche. Super, okay, gehen wir weiter. Nochmal was, immer noch viel, viel, viel Platz. Will ich viel, viel, viel Platz, weil wir mit diesen Autos, mit Ventura und nochmal besser mit Ducket haben wir etwas Neues auf die Camper Van gebracht. Und zwar, dass, wenn wir dieses Bett nach oben schieben, komplett, wir haben hier 1,48 Meter, 1,5 Meter hoch, frei, wo man durchlaufen kann, oder? Also logisch, ich bin zum Beispiel Meter, fast 1,90 Meter, also muss ich runter, aber hier kann man durch. Zum Beispiel, dann überlegen Sie was oder denken Sie was, was möglich ist, machen, wann so ein Bett weggeht. Hier kann man noch eine Dinette machen vielleicht oder einen Spielplatz oder einen Leseplatz oder noch ein Ort, wo man vielleicht für die Kinder, für die Tiere, ich weiß nicht, wenn jemand einen Hund hat mit oder wie. Also hier immer Querplatz, 1,80 Meter von hier bis her, immer für die Räder. Na? 26 Zoll Fahrräder können da hineingehen, geladen sein, ohne Räder wegzutun und so weiter. Und die 29 oder wie heißen, ich bin nicht so gewohnt mit Fahrrädern, aber sowieso, die größte, die 2 Meter und 5 Zentimeter lang, müssen logisch die Räder wegkommen vorne, aber dann passen perfekt da innen. Und dann ganz einfach das Bett nach unten, bis wo man will, und dann kann man schlafen. Und dann am Morgens, wenn man aufsteht, Bett wieder hoch und wieder Freiplatz. Okay, nochmal was. Die Möbel sind 42 cm hoch. Damit bleibt für uns da noch 1,06 Meter. 1,06 Meter von hier bis hier. Also wir können sitzen ohne Probleme innen. Oh, und das, puh. 1,28 Meter sehen wir von hier bis hier. Also in Ducket haben wir, wollten wir Reserverad haben, weil jemand kann sagen, ja, ohne Reserverad will ich nicht das Auto. Also kein Venturer, und Ducket hat das Reserverad unten, normale Reserverad vom Auto. Und hier, logisch, also ein Frischwassertank muss hier sein. Da innen, 90 Liter Frischwassertank ist logisch innen. Ein bisschen weniger Ladeplatz, aber ja, logisch, mehr konnte man nicht machen. Okay, sehen Sie hier, alles hier ist sehr gemütlich, auch braucht man auch nichts machen, vielleicht ein paar Kissen dazu, wo man sitzt. Aber da, so wie ich bin jetzt, no, kann man ganz gut sitzen, und wenn es regnet, ich weiß nicht, no, kann man spielen, schreiben, arbeiten, alles was man will. Dann geht man durch, jetzt, wir sind da und gehen wir durch und sehen wir die Küche. Hier haben wir ganz große Schubladen zum Beispiel. Okay. Die Dinette hier. Okay. Jetzt mal das Bad, die Nasszelle. Die Nasszelle ist hier, also immer in Holz. Wie sagt man, schaut so aus wie Holz aus. Aber ist ganz dicht. Und hier kann man duschen ohne
Es gibt überhaupt keinen Vorhang. Es gibt drei Möglichkeiten von Bäder in diese drei verschiedenen Nasszellen. Das ist sehr hübsch, meiner Meinung nach, weil mit solchen Spiegelspiel, kann man sagen, schaut so aus, so wie vier Waschbecken wären. Diese Waschbecken, ich weiß nicht, für ein Camper, für ein Wohnmobil, aber sowieso gefällt mir super. Wir haben hier die Dusche-Sachen, Dusche, immer diese, am Boden diese Rost, okay. Spiegel überall, woher ich immer euch grüße. Ciao von Phuket. Okay, also am wichtigsten, was ich wollte in Phuket, ist auch diese total dicht Nasszelle, weil am besten Vorhänge liebe ich überhaupt nicht. Diese Tür braucht keinen Platz, ganz einfach auf Plastik, ganz leicht, braucht keinen Platz und tschüss. Von innen gehen wir im Bad hier. Das ist 70 x 90 cm. Und wir können ganz gut duschen und alles machen, was wir wollen. Alles klar. So, nochmal etwas hübsch. Und zwar mit Ambientelicht haben wir auch. Hier können wir die Gläser und Flaschen. Hier können wir auch eine Kaffeemaschine haben. Mit Inverter und so weiter können wir auch eine Kaffeemaschine haben. Okay, das waren die wichtige Sache, die ich sagen wollte über diese drei Modelle. Dann werde ich auch die Präsentation machen für jedes Modell selber. Aber das ist ein Vergleich, wo man eine komplette Idee haben kann, vielleicht auf die Besonderheiten. Moment, ich habe etwas vergessen. Und zwar zu sagen, dass logisch in Phuket auch können wir ein Bett unten haben, nochmal ein Bett, die Hälfte oder komplett, Doppelbett und das Bett, Hubbett ist elektrisch. Sehr, sehr, sehr schön, sehr nett, oder? Sehr gemütlich auch. Das Bett ist immer auf meine Autos, die sind immer komplett. Gell? Also hier schläft man gut, weil ich sage immer, im Camper man muss gut schlafen. Weil wenn nicht gut schläft, man schläft, dann fährt man nicht gerne und so weiter. Also das geht nicht. Echo, am Morgen, wenn wir aufstehen, wir können das Bett hinaufschmeißen, elektrisch, und diese ganz Platz frei haben. Oder wenn ein Bett innen ist, kann auch eine Zimmer haben für die Kinder, die wo etwas mehr schlafen wollen oder ich weiß nicht. Jemand kann seine, nach seinem Fantasie etwas überlegen. Okay, das war's. Vielen Dank. Ah, nochmal was. Okay, Entschuldigung, ich habe vergessen, nochmal was zu tun, zu sagen. Und zwar, Phuket hat immer serienmäßig im Phuket-Paket haben wir die Dusche, Außendusche, kalt und warm. Diese Ventilator hinten, Automatik, Ventilator mit Fernbedienung, damit im Sommer diese ein bisschen Entlüftung haben können. Zweite Aufbaubatterie und Rückfahrkamera. Die sind im Paket Phuket. Wir haben gesagt, okay, diese Sache braucht man immer unbedingt. Also, machen wir serienmäßig in unserem Paket. Nochmal was, muss man über Preise etwas sagen, weil sonst die Leute sagen mir, okay, aber die Preise? Die Preise. Westfalia Columbus. Ab und zu zwischen 60.000 Euro kann man schon ein Columbus haben, ohne Winterpaket zum Beispiel, ohne das oder das, aber sowieso immer
eine ganz in Ordnung Auto zwischen, und dann kommt man bis zu 70.000, wenn vielleicht Automatikgetriebe oder mehrere Sachen. Dann schicke ich Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag oder ein Angebot oder machen wir zusammen auch per Telefon ein Angebot. Das wird ganz gemütlich gemacht. Venturer, 6 Meter, ab 60.000, vielleicht etwas weniger, vielleicht 59, dann okay, die Kleinigkeiten sehen wir dann später. Dieses Auto da zum Beispiel mit Metallic, Alufelgen und Prime-Paket meint und außen die Zusatzfenster da rechts hinten und so weiter, das kostet 61,7 zum Beispiel, das ist verkauft. Okay, Tucket, mit Tucket-Paket und alle Sachen, die ich erklärt habe, kostet 64,3, wenn ich gut erinnere, 64,5 auf Citroën 6-Gang 165 PS. Dieses Auto zum Beispiel kostet mehr, weil das ist ein Ducato mit Maxi-Chassis, mit 160 PS, Automatikgetrieben, 9-Gang, Zusatzfenster da hinten. Was hat noch? TV-Anschluss außen. Ja, einige Sachen mehr. Also, ja, TV. Hier kann man TV außen haben. Ah, Mama mia. Ja, und kostet mehr. Also kostet um die 71.000. Aber sowieso kann man ein Tucket so ausgestattet, so wie Ihnen das ist, mit allen Sachen, die das hat, mit 64,5 haben. Okay, das war's. Ich hoffe, dass ich etwas interessant euch erzählt habe. Bleibe da zur Verfügung. autoroen.it Giuliano Pezzini, Giuliano bin ich. Besitzer und Verkaufsberater und alles von Autoroen. Mein Telefonnummer ist plus 39, wenn von Ausland ruft, und dann 340 718 39 und zweimal die 8. Bin ich immer verfügbar am Telefon und gerne bleibe ich zur Verfügung, habe ich schon gesagt. Alles Gute an alle, hoffen wir ein gutes 2021 zu haben und mit unserem Auto zu fahren dürfen, weil wir haben viel Lust, das zu tun. Alles klar. Besten Dank und wir hören uns gerne. Tschüss.